Aktuell belohnt euch Warframe für jeden Sieg über Keller Define mit einer von 9 Event-Mods und manchmal zusätzlich mit der Blaupause für die Twin Komak. Ihr Kampf kann sich aber etwas in die Länge ziehen, wenn man nicht richtig vorbereitet ist. Daher ein paar Tipps, wie ihr den Kampf schnell beenden könnt. Keller Define greift ihr am besten alleine oder zu zweit mit einem Freund an. Was Warframes betrifft, habt ihr etwas Spielraum. Ich verwende Valkyr, aber gerade wenn ihr zu zweit seid, ist auch ein Excalibur sinnvoll. In jedem Fall solltet ihr in der Lage sein, Feinde kurzzeitig zu betäuben oder zu verlangsamen. Wichtig ist auch eine kontinuierlich feuernde Waffe wie die Quanta oder das Flux-Gewehr. Die Gamma-Core-Familie ist aufgrund ihrer hohen Feuerrate nicht sehr gut geeignet. Notfalls sollte es aber auch eine Hitscan-Waffe mit großem Magazin tun, zum Beispiel die Soma. Zusätzlich braucht ihr auch eine Waffe, mit der ihr gut Schaden auf Distanz anrichten könnt. Ich habe es im Video mit der Angstturm ausprobiert. Sobald ihr die Arena erreicht, müsst ihr zunächst die Zielscheibenübung durchführen. Valkyrs Paralyse kann Roller stoppen, was die Sache stark erleichtert. Im darauffolgenden Kampf wird sich Kayla zweimal zurückziehen und euch bombardieren lassen. Zwischen den Bombardements müsst ihr euch auf leuchtende Plattformen stellen und von dort aus die grünen Ziele treffen. Mit der Quanta könnt ihr der Öffnung problemlos folgen. Wenn ihr zu zweit seid, solltet ihr das auch in einem Versuch schaffen. Da diese zwei Phasen mit am längsten dauern, könnt ihr hier gut Zeit sparen. So brauchte ich für den eigentlichen Kampf etwa 4 Minuten, und das war nicht mal unter idealen Umständen. Also, holt euch diese Mods, Tenno.